Hallihallo und herzlich willkommen von der Maintalbahn. Wir fahren heute mit der Baureihe 612 hier in dieser Bewegtlackierung, die Baureihe 612 mit dem Expansion Pack natürlich. Ich habe es erst vor kurzem vorgestellt und wir sind jetzt einmal unterwegs auf der Regionalexpresslinie 87, wenn ich das richtig im Kopf habe, und fahren jetzt einmal nach Aschaffenburg. Und genau, es schneit. Und ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit. Das ist unser 612er hier in dieser wundervollen Bewegtlackierung. In diesem, ja, doch sehr besonderen Gelb, das ja sehr typisch ist für Baden-Württemberg, weil Baden-Württemberg halt einfach anders ist. Und ich würde sagen, wir fangen an. Dooferweise ist halt jetzt der Schnee weg. Wir kümmern uns gleich um den Schnee, kümmern wir uns erstmal darum, dass wir aufrüsten. Türen auf der rechten Seite auf. So, und jetzt können wir uns mal wieder um den Schnee kümmern. Leider ist der Bug immer noch drin. So, der sichtbare Schnee, den hätte ich auch gerne. Sowie die Niederschlag bitte ebenso. Und die Wintervegetation. Und dann hätten wir das Ganze eigentlich. Genau, den Nässegrad noch gerne ein bisschen höher. Meinetwegen noch ein bisschen mehr Niederschlag. So, dann einmal noch den Scheibchenwischer an. Signalleuchten aktiviert. Wir schalten die PZB und GNT an. Den Netzschalter auf ein, ganz wichtig. GST ebenfalls, auch wenn das auch wenn GNT jetzt hier nicht notwendig ist, aber die Neigetechnik möchten wir trotzdem aktiviert haben. Genau. Motor läuft soweit. Läuten müssen wir nicht. Den Bremsschlüssel noch ein. Ganz wichtig. Und genau, wir stehen hier in Miltenberg. Hier vorne ist noch ein KI-Zug. Was ist das? Das ist der EKZ. Miltenberg nach Aschaffenburg, der fährt erst um 23.49 Uhr los. Also hier vorne die Rangierlok, die V60 da in der Ecke. Genau, wir verriegeln die Türen. Wir gucken gleich mal durch unser Fahrzeug durch. Aber erstmal fahren wir los. So, und auf geht's. Wir befreien uns aus dem restriktiven PZB-Modus und dürfen auf 80 hoch. Toll, auch das Horn, neuer Sound, Wahnsinn, einfach toll. Und Wulu ist natürlich auch mit dabei, das ist ganz klar. Unser treuer Begleiter hier im 612er. Wir dürfen 80 km/h fahren. Leistung auf 0 gesetzt. Und jetzt können wir die Leistung ja so minimal. Oh, wir dürfen gar nicht 80 fahren. Wir dürfen nur 60 fahren. Das ist ganz schlecht. So. Wir wollen nämlich nicht entgleisen. Zumindest nicht direkt zu Beginn. So. Auch schön, diese Schienenstoßgeräusche, wenn der Zug über die Weiche fährt. Jetzt dürfen wir 120 fahren. Und nächster Halt ist Klingenberg und zwar erst in 9 Kilometern. Wir beobachten mal hier auf jeden Fall, dass wir nicht ins Schleudern kommen. Ehrlicherweise ein bisschen mehr Bewölkung könnte dem Ganzen schon gut tun. Immerhin schneit es ja ordentlich. So. Einmal Leistung auf Max, damit wir auch wirklich die 120 gleich erreichen. Ich verlinke die Mod natürlich nochmal in der Videobeschreibung. Das ist ganz klar. 612er Mod.
von der Bahnforschungsschule. Absolut fantastisch gemacht, tolle Sounds. Und es macht richtig Spaß, jetzt hier wieder am 612er zu fahren. Der hat auch vorher schon Spaß gemacht, aber jetzt ist das Ganze noch ein bisschen besser. So, einmal hier vorbei am Bahnsteig. Wir sind ja der Regionalexpress. Das heißt also, wir halten natürlich jetzt nicht an jeder Milchkanne, nur an jeder zweiten Milchkanne. Diese Milchkanne hat den Namen, hat gar keinen Namen. Na gut, dann ist das eine namenlose Milchkanne. Passiert dem Besten. Schalten wir gerade keine Leistung auf. Jetzt nochmal. So, jetzt. Leistung wieder ablaufen lassen. Und Fahrschalter auf 0 gesetzt. Wir haben natürlich unsere Sonnenbrille auf, weil wir nicht schneeblind werden wollen. Ne, wenn es tagsüber hell ist, wenn die Sonne scheint und aber der Schnee auch liegt, dann ist das durchaus nicht ganz ohne. Ja, unterwegs auf der Maintalbahn, einer Strecke, die von DTG ist, mit der ich mittlerweile ja doch eigentlich ja schon mich mittlerweile doch angefreundet habe. Sie ist so ein bisschen wie die Niddertalbahn, nur halt etwas weniger schön ausgestaltet, dafür aber mit einer höheren Geschwindigkeit. Und das ist eigentlich ganz cool, muss man doch sagen, oder? Also ich habe auf jeden Fall Spaß. Vor allen Dingen jetzt hier mit dem 612er hier so durch zu cruisen, auch nicht schlecht. Ich glaube, wir sind so richtig den 612er schon sehr lange nicht mehr gefahren, wenn man jetzt mal das letzte Video mal rausnimmt, als ich die Mod vorgestellt habe. Dementsprechend ist es jetzt auch definitiv mal Zeit, dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Klingenberg ist in 3 Kilometern dann da. Beziehungsweise wir sind in 3 Kilometern in Klingenberg. Klingenberg bleibt nämlich dort, wo Klingenberg ist. Wir sind diejenigen, die sich bewegen durch den Raum. Und fairerweise auch durch die Zeit. Aber das tut Klingenberg auch. Okay, was Klingenberg nicht tut, was wir aber tun, ist das Signal bestätigen. Und jetzt schleunigst du runter auf unter 85. Ja, ich glaube, ich muss da die Zugbremse mit reinnehmen. Ja, gut, das hat geklappt. Und 60 wurden es vorsignalisiert. Dann können wir jetzt mal auch auslösen. Schauen aufs nächste Signal. Ja, ab da gelten die 60. Jetzt nochmal schön hier die dynamische Bremse rein. Und wir haben halt zu erwarten, ab hier die 60, das passt doch gut. Und das haltzeigende Signal ist erst am Ende des Bahnsteigs von Klingenberg. Hier auch mit schön mit der Wasserrutsche, die ist im Sommer, im Winter natürlich nicht ganz so frequentiert besucht. Das wäre noch schön gewesen, wenn es tatsächlich so eine Art, ja, Mastery gegeben hätte, bei der man jemanden sehen würde, der hier die Wasserrutsche runterrutscht. Aber immerhin ist der Pool noch nicht eingefroren.
Einmal rechts rüber. Und wir halten an. Okay, anhalten. Das halbzeigende Signal kam doch schneller als erwartet. So, Türen auf. Und vermutlich werden wir auf Kollege Gegenzug warten. Das gibt uns einen Augenblick Zeit, hier mal durchzugucken. Hier ist der Main, der hier noch lang fließt. Unter anderem bekannt aus der Main-Spessart-Bahn sowie aus Frankfurt-Fulda. Ja, sehr schön. Schön, schön, schön. Gefällt mir. Und hier eben unser wundervoller 612er. Okay, wir müssen doch nicht auf den Gegenzug warten. Unser Signal zeigt schon Fahrt. Und der Fahrplan sagt auch, dass wir abfahren sollen. Dann auf geht's. Wir blicken einmal aus dem Fenster, ob tatsächlich auch keiner mehr am Zug dranhängt. Das ist soweit in Ordnung. Wir achten darauf, wir sind in der 500 Hertz Beeinflussung. Wenn ich es nicht sehen kann, ehrlicherweise. Ah doch, okay, jetzt sieht man doch den Unterschied, ja. Wir befreien uns aus der Beeinflussung und fahren mit 60 einmal hier wieder zurück auf den eingleisigen Abschnitt drauf. Beim nächsten Halt in Erlenbach gucken wir uns auch mal den Innenraum nochmal vom Fahrzeug an. Das ist hier bei dem natürlich ein kleines Highlight, da hinten die zweite Klasse. Aber schauen wir uns gleich an. Schade, dass man hier nicht den Vorhang noch zuziehen kann. Das fände ich eigentlich ganz schön. Einmal schnell hoch auf die 120 und dann müssen wir gleich auch schon wieder runterbremsen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich. Ja, doch, vielleicht. Ja, okay, doch nicht. So, 90. PZB ist. Ja, hat nicht ausgelöst. Das heißt also, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt darum kümmern, dass wir unter 85 bleiben. Ergibt ja auch Sinn, dass an dieser Stelle die 1000 Hertz Beeinflussung nicht aktiv ist, wenn wir sowieso schon langsamer sind. Zumindest wenn es nur um eine Geschwindigkeitsherabsetzung geht. Anders wäre es. Achso, hier müssen wir noch gar nicht anhalten. Anders wäre es natürlich, wenn uns da ein haltzeigendes Signal angekündigt werden würde, dann ergibt es natürlich trotzdem Sinn, dass die 1000 Hertz Beeinflussung aktiv ist. So. Hier sehen wir auch ein bisschen nochmal die Neigetechnik des Zuges, die hier auch mitarbeitet. Und was wir auch vielleicht machen könnten. Nee, doch nicht. Ich dachte kurz ein Foto, aber irgendwie fand ich die Stelle doch nicht so schön für ein Foto. Gucken wir erstmal, dass wir ankommen. Auch schön, dass die Wassertextur so ein bisschen trüber ist. Und ein bisschen die Vereisung oder ja, das Mischen mit dem Schnee anzuzeigen. Auch wenn das tendenziell eher nur an den Rändern so sein sollte und nicht in der Mitte des Flusses. So, wir halten an. Schauen wir eben kurz auf den Innenraum.
Karten sehen. Hier die Texturen. Huch, da hört man aber ein bisschen was vom Außensound. Andererseits sind aber auch die Türen offen. So, einmal zurück. So, endlich wieder Ruhe. Fenster machen wir auf. So, jetzt aber. Herrlich. Einfach schön. So, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für ein Foto. Jetzt wird ein Foto gemacht. Nochmal ins Sichtfeld ein bisschen runter. Jawohl, einmal so. Zack. Auch schön hier mit diesen Lichttexturen. Ganz hervorragend. Ne? Kann man nicht anders sagen, dass es einfach nur hervorragend ist. Hier mal von der anderen Seite. Auch dort ist ein Voodoo natürlich. So. Und Fenster zu. Auf die 120 hochbeschleunigt und dann halten wir wieder in Obernburg-Elsenfeld. Lassen wir den Zug an uns vorbeifahren. Ich würde sagen, hier vorne. Man hört sogar Leute hier im Hintergrund, ne? Vielleicht vermutlich da scheint wohl so eine Schule zu sein. Ja. So, Leistung wieder runterlaufen lassen. Und wir haben langsam Fahrt zu erwarten. Dann müssen wir auf jeden Fall die Zugbremse mit reinnehmen. Am Maximum war sogar ein bisschen zu viel des Guten. So. Hier halten wir nicht an. Das müssten die Glanzstoffwerke sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Glanzstoffwerks. Für die ist die Haltestelle hier gemacht. So, gleich darf nur noch 50 gefahren werden. Und dann haben wir wieder ein haltzeigendes Signal. Allerdings ist das noch recht weit weg. Einmal rüber. Das scheint mir so eine Art Autobahn zu sein. Ja. Ja, wobei doch nicht. Die Brücke führt in die Stadt hinein. Doch eher keine Autobahn. Und wir sehen eine 218. Sind hier nämlich auf dem 218er Fahrplan unterwegs. Grüßen wir natürlich einmal schön.
sogar in Sandwich-Traktion unterwegs. Das gucken wir uns natürlich einmal aus der Nähe an. Wir schließen mal die Tür hier ab. Genau, hier eine 218. Sehr schön. Und da sind wir. So, Türen zu. Und wir gucken aus dem Fenster raus. Keiner hängt am Zug. Sehr gut. Wir müssen unter 25 bleiben. Ja, wobei. Also das hat suggeriert, dass eine 500 Hertz Beeinflussung aktiv ist. Aber das ist sie ja gar nicht. Und auf geht's. Mit 50 über die Weiche. Wir sind doch sonst nicht in der Beeinflussung. Also alles entspannt. Und jetzt einmal hoch auf die 120. Und nächster Halt ist dann auch schon Aschaffenburg Süd. Dann fahren wir noch an der Aschaffenburg Hochschule vorbei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann. Oder kommt erst die Hochschule? Nee, danach kommt Hochschule und dann Aschaffenburg Hauptbahnhof. Ich weiß, dass man das Rollo runterbekommt. Das ist, glaube ich, mit einem Schalter. Aber ich weiß gerade nicht, wo der Schalter ist. Zuglichter. Makro. Das geht auf jeden Fall, das weiß ich. So, Ankündigung auf 100 km/h. Das kriegen wir mit der dynamischen Bremse hin. Ja, easy. Okay, 12 Kilometer, das heißt also, wir können jetzt erstmal durchfahren, ohne uns darum zu sorgen, dass wir halten müssen. Hier gelten die 100. Schönes Gebäude da rechts. Oh, da würde ich gerne wohnen. Ist euch aufgefallen, solche schönen Gebäude stehen immer an einem Gleisrand oder haben immer einen guten Blick auf Gleise, beziehungsweise man kann von Gleisen immer schöne Gebäude sehen. Aber bei der Autobahn ist das nie der Fall, dass das an Autobahn, da steht nie direkt an der Autobahn dran irgendwie so ein schönes Gebäude, so eine schöne Villa, wo man sich denkt, ach ja, wenn ich jetzt nur auch ein Millionär wäre, dann würde mir jetzt auch dieses Gebäude gehören. Das gibt's an Autobahnen nicht. Ne? Das gibt's nur an Gleisen, lustigerweise. Und ja, auch natürlich wieder nur ein Argument fürs Gleis. Nicht, dass ich mir sowas an der Autobahn wünschen würde. Kein normal denkender Mensch wohnt gerne an der Autobahn. Aber an, weiß ich nicht, am Rhein, schön so ein Haus
wo man auf die Gleise noch blicken kann, wo man die Züge sehen kann. Ach, herrlich. Und da stehen ja auch wirklich architektonisch gesehen sehr, sehr schöne, teilweise auch sehr alte und historische Häuser. Ist alt und historisch nicht das gleiche? Naja, naja, egal. Der hat aber nicht geblinkt, als er den Kreisverkehr verlassen hat. Schlecht, schlecht, schlecht. Fällt man da für eine Führerscheinprüfung durch? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, für Blinken vergessen ist schon... Ist, glaube ich, schon ein Fehler, wo man sagen kann, ja... Versuch's beim nächsten Mal nochmal. Wer hat denn die Herbstvegetation wieder aktiviert? Was soll das? Hat mich schon gewundert, aber ja, es wird der Fotomodus gewesen sein. Das sah nämlich teilweise ein bisschen komisch aus. Einmal vorbei hier am nächsten Bahnsteig. Sulzbach. Huch. Da ist irgendwas Lautes und Schweres runtergefallen in Sulzbach. Tja, unser Vulo hat auch eine gute Sicht, oder? Das wünscht sich doch eigentlich jeder. Ui. Hier hört man die Außensounds. Lieber Markus, lieber Alex, wenn ihr das seht. Wenn man beim Fahren aufsteht, hört man die Außensounds. Ja, ne, was ich sagen wollte, ist, so eine Aussicht wie Voodoo hier zu haben, das wünscht sich doch eigentlich jeder. Einmal irgendwie mal vorne mitfahren können, aus dem Führerstandsfenster rausgucken gucken zu können. Herrlich. Wenn du Lokführer bist und willst, dass ich mit dir mitfahre, schreib mir gerne. Kleiner Spaß. Außer du bist wirklich Lokführer. Nein, kleiner Spaß. Wirklich ein Spaß? Ist nicht an jedem Spaß ein bisschen ernst dabei? Ja, vielleicht. Egal. Ich bleib auch gerne hier hinterm virtuellen Führerstandsfenster. So, 100 km/h, die wurden uns bestimmt auch angekündigt, aber ich habe es komplett übersehen. Und jetzt die 80. Vom 80er Leuchtmelder tut das, was er tun soll, nämlich leuchten. Wir haben die PZB-Prüfgeschwindigkeit unterschritten. Wobei noch, ja, jetzt haben wir sie unterschritten und schauen, dass wir jetzt noch ein bisschen weiter runter gehen, nämlich auf 80 runter. So. Tausend-Hertz-Beeinflussung ist noch aktiv. Und jetzt können wir uns auch schon wieder befreien. Mal hoch auf die 80. 1,8 Kilometer noch bis Aschaffenburg. Das ist jetzt auch nicht mehr viel.
Da konnte man gerade wieder die Außengeräusche hören vom Fußballplatz. Und wir haben halt zu erwarten. Das Ganze wird natürlich wieder bestätigt, hier mit PZB wachsam. Bremsen langsam runter, lassen ausrollen und sind pünktlich, das kommt hier nicht oft vor auf diesem Kanal, pünktlich am Bahnsteig. 90 angekündigt, bestätigt und dann einmal runter mit der Geschwindigkeit. Mit der dynamischen Bremse und dann den letzten Feinschliff mit der Zugbremse. So, glaube ich auch sehr guter Haltepunkt hier direkt an der Treppe. Dann haben es nämlich unsere Fahrgäste nicht allzu weit in der Kälte, im Schnee. Können sich vorher noch hier ein schönes Brötchen holen bei der Bäckerei. Ein lecker Brötchen und dann in den Zug steigen. So, der ist auch schon wieder ausgefahren. Sind übrigens ganz normal hier im Fahrplanmodus unterwegs, ne? Ja, der hat gerade noch hier seinen Schirm aufgemacht. Sie hat noch einen DTG-Rucksack. Auch keinen Schirm aufgemacht. Ja, haben alle jetzt einen Schirm. Ich glaube, wenn es nicht regnet, haben die dann auch tendenziell auch ihre eigenen persönlichen Accessoires im Grunde genommen noch in der Hand. Wie so ein Handy oder. Weiß ich nicht, eine Kamera oder so, aber jetzt, wenn es halt, wenn es einen Niederschlag gibt, dann haben sie alle einen Schirm. Wir können aber ehrlicherweise den Niederschlag einmal rausnehmen, sagen, ja komm, es hat jetzt aufgehört zu schneien, das passiert ja auch mal. Und dann können wir nochmal gucken, ob sie, ja, jetzt nehmen sie alle die Schirme wieder runter, da sehen wir es, sehr schön, macht die ganz hervorragend, da ist noch einer offen, bitte einmal runternehmen. Guter Mann, es hat aufgehört zu schneien, haben sie es noch nicht mitbekommen. Hat's noch nicht mitbekommen. Aber man kennt das ein bisschen, ne? Wenn man, wenn es regnet und man, oder nicht mehr regnet und man läuft trotzdem noch mit dem Regenschirm durch die Gegend, mit dem offenen Regenschirm. So, sie hat es jetzt auch verstanden. Genau, jetzt spawnen die auch mit anderen Sachen, ne? Mit dem Koffer hier. Die Schuhe passen echt gut zum Oberteil. Nicht schlecht. Hier mit einem Rucksack. So. Ist ja fast wie bei einer Modenschau hier, ne? Wer kommt als nächstes? Hallo? Da. Okay, ohne irgendwelche Spielereien, die Herren und Damen. So, Türen zu. Genug Leute beobachtet. Wir haben nämlich Fahrt. Der 500er ist allerdings an, dürfen wir nicht vergessen. Einmal kurz auf den Bahnsteig geguckt. Keiner hängt dran. Ja, sehr gut. Und, ui. Wir schauen, dass wir nicht schneller als 25 km/h fahren. Da muss ich ja mal ganz kurz ein Foto von machen, von dem Signal. Das auch.
Und das auch interessant. Moment. Einmal die Schärfentiefe komplett rausgenommen. Das ist ja mal lustig. Das kann ich, also ich mache davon Fotos, weil ich das direkt die DTG weitermelden kann. Das mache ich dann natürlich auch. Ja. Noch einmal kurz geguckt. So. So. 500 Hertz Beeinflussung sollte eigentlich ausgehen. Ist auch der Fall. So, ich kann auf 45 beschleunigen. Beziehungsweise auf 40. Sehen wir, die Instrumentenbeleuchtung ist natürlich auch aktiv. So sieht das Caplight aus. Moment. Ja, jetzt konnte ich es nicht mehr anmachen. Und wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Nämlich mit 40. Das passt doch ganz gut. Nächster Halt ist dann Aschaffenburg Hauptbahnhof. An der Hochschule halten wir auch gar nicht mehr. Da fahren wir dann vorbei. Okay, die 40 aber erst in einem Kilometer. Das ist noch ein ordentliches Stück. Daher beschleunigen wir noch mal ein bisschen. Hier ist die Hochschule. Und jetzt wieder abgebremst auf 40. So, die gelten ab hier und halt zu erwarten. Der Scheibenwischer, den können wir auch ausschalten. Ganz vergessen. Und da sind wir in Aschaffenburg und sehen, ja, hier ist einiges abgestellt. Eine V60, eine 185, noch eine V60, ein ICE3. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Huch, bitte nicht in eine andere Dimension beamen. Wir brauchen dich noch. Bei dem Fahrzeugmangel. Baureihe 403 da vorne. Hier ist der 500er. So, Beeinflussung ist aktiv. Und wir halten vorne an der Bahnsteigsüberdachung an. So, der ICE fährt ab. Und tschüss.
Genau. Und damit hätten wir es. Hier mit dem 612er von der Maintalbahn in der Bewegtlackierung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und auf Wiedersehen.